Okay, soweit zu der Frage, so kann die Lehre von Karma uns erklären, warum wir so sind, wie wir sind, oder kann es die Vergangenheit erklären? Vielleicht habe ich der Frage zu viel Gewicht gegeben, weil es eigentlich nicht die relevante ist. Der Buddha selber sagt, man sollte nicht drüber nachdenken, weil es eh kein Ende nimmt. Aber das Wort Karma heißt Handeln, ja? Und Handeln haben Folgen. Man guckt sozusagen eher das, was in die Zukunft, was passieren wird, wenn ich das und das tue, anstatt in die Vergangenheit. Also wirklich wichtig ist nicht, wie eine Situation entstanden ist, sondern was ich daraus tun kann. Und hier kommt für mich die eigentliche Bedeutung von der Lehre von Karma ins Spiel, das, worum es eigentlich bei der Idee von Karma geht. Wir wissen nicht, ob alles, was uns passiert, Folge unseres Handelns ist. Ja, das kann man aber nicht wissen. Was wir mit Sicherheit wissen können, und das ist ziemlich eindeutig, der Buddhismus, alle unsere Handlungen haben Folgen. Alles, was wir tun, hat Folgen. Ich komme zurück auf das, was ich am Anfang sagte, über den ethischen Status, die verschiedenen Arten von Handlungen, also positive, negative, neutrale. Und hier ist wichtig, dass die Motivation ist das, was bestimmt, ob eine Handlung hilfreich oder nicht hilfreich ist. Ja, also eine Handlung aufgrund von Gier, Abneigung und Unklarheit, im Zustand von Verwirrung ist, ja, gilt als negativ. Handlung aus dem Gegenteil, ja, Großzügigkeit, Freundlichkeit, Liebe, Mitgefühl und Klarheit gelten als positiv. Es ist also nicht so sehr die äußere Handlung, die man sehen kann, wenn man so will, ja, als eher so die Motivation dahinter. Ja, das hilft gegen so eine etwas legalistische Idee von Ethik, dass man bestimmten Regeln folgt. Also Ethik ist nicht Folgen von bestimmten Regeln, es ist einfach, man übt sich darin, aus der und der Motivation zu handeln. Also dieselbe äußere Handlung kann sozusagen positiv oder negativ sein, je nachdem, warum ich es tue. Das ist so die Unterteilung in positiv, negativ. Dann, wir handeln mit Körper, Rede und Geist. Ja, habe ich eigentlich auch schon gesagt. Dass wir mit dem Körper handeln, ist offensichtlich. Dass wir mit der Rede handeln, ist auch offensichtlich. Das alles hat Wirkung auf unsere Umwelt. Das kann man sehen und hören. Ja. Aber auch, was wir mit dem Geist machen, ist Handlung. Das ist, was wir gerne unterschätzen. Ja. Und ich meine nicht so, ich meine, es gibt im Geist Dinge, die passieren uns. Die sind kein Problem. Ja. Was wichtig ist, ist so, womit beschäftigen wir uns, was für Gedanken folgen wir weiter, in was, wenn wir uns was reinsteigern, das ist eine Handlung. Also wenn ich sozusagen eine Person unangenehm finde, das ist nichts Schlimmes. Wenn ich dann aber anfange zu überlegen, was ich der Person antun möchte, dann fänge ich an zu handeln. Ja, das ist das Beispiel. Oder nehmen wir Meditation, ja, also wenn wir meditieren, das ist eine geistige Handlung. Das spielt sich nur im Geist ab, da kann man von außen nicht sehen, ja. Leute können alles Mögliche machen, wenn sie in Meditationshaltung sitzen. Man kann es manchmal sehen, wie nach vorne umfallen und zappeln. Aber kann alles Mögliche machen, aber das spielt sich halt im Geist an, man kann es nicht bemerken. Und oft glauben wir das nicht wirklich. Ja, wir meinen irgendwie so, irgendwie, muss ich nicht so anstrengen. Eigentlich, also mal, muss man ganz hart und provokativ zu sagen, für die von uns, die meditieren, wenn wir meditieren und wir beschäftigen uns statt zu meditieren mit der Praktik, mit irgendwelchen Ablenkungen, glauben wir nicht wirklich, dass unsere Handlungen Folgen haben. Wir glauben es eigentlich nicht. Wir denken, wie, ach, das ist nicht so schlimm, wenn ich irgendwas, eine Fantasie habe. Wie, überlege ich mir halt, was ich der Person sagen möchte. Ja. Nachher mache ich die Praktik ja weiter. So, ja. Dann, immer dies versieht die Meditation vorbei, man hat seine Zeit verschwendet. Also man soll nicht unterschätzen, dass auch geistige Handlungen Folgen für uns haben. Gut, dann wie funktioniert Karma im Einzelnen? Wie funktioniert es? Was für Folgen haben unsere Handlungen? Das ist wie gesagt, Realität ist kompliziert und da gibt es verschiedene Folgen unserer Handlungen. Es gibt einen deutschen Buddhisten, ich vermute, er lebt noch, das ist Paul Debes, ein älterer deutscher Buddhist, der hat einen Artikel geschrieben über die 6 Folgen unserer Handlungen. Ich vermute, also soweit ich herausgefunden habe, die ist nicht traditionell buddhistisch, aber ich finde sie sehr hilfreich. Da will ich ein paar davon vorstellen. Also einmal, unsere Handlungen haben Folgen auf unser Denken und Fühlen selber. Ja? Das gilt besonders dann, wenn wir so eine ethische Idee haben. Wir haben eine Idee von Ethik, wie wir sein möchten, und wir tun das Gegenteil davon, dann fühlen wir uns schlecht. Wenn wir ehrlich sind. Oder wir tun was im Einklang mit unseren Idealen ist, und wir fühlen uns gut dabei. Ja? Das sind die direkte Folge von Handlungen auf uns selber. Dann hat es Auswirkungen auf unsere Mitmenschen. Das darf man auch nicht vergessen, es geht ja nicht nur um uns, ja? Nicht zu egoistisch werden. Und auf unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Das ist eine Sache, die wir gerne vergessen. Ist so, Unbeliebtheit ist häufig eine Folge von eigenen Handlungen. Ja, irgendwie, aber das sieht man oft nicht. Das ist so ein Ding, da, so einen blinden Fleck hat man da. Man meint, man könnte irgendwie sich mit allen anlegen und man muss trotzdem viele Freunde haben. Aber das geht nicht. Also man hat doch, und die Handlungen haben auch Folgen für mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen. Dann eine interessante Folge von Handlungen ist so, eine Art Vorbildfunktion. Was ich tue, wird von anderen wahrgenommen und dann sieht man, so etwas ist möglich. Ja, also wenn man sich
Beispiel, was da gibt, ist, man drängelt sich im Bus vor. Ja? Dann sehen andere Leute, so eine Handlung gibt es. Es ist möglich, so etwas zu tun. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie es auch machen. Ja, oder im Gegenteil, man ist höflich und lässt Leute vortreten, ja, bietet alten Leuten Platz an. Dann sehen andere, so etwas ist möglich, man kann sowas machen, ja, diese Handlung gibt es, so einfach gesagt, und werden vielleicht auch so handeln. Das ist so eine Art Milieubildung, nennt er das. Ja, eine Art Vorbildfunktion, die man hat. Die wichtigste ist aber, oder ich finde die wichtigste, ist, dass unsere Handlungen auf unsere Persönlichkeit wirken, ja, dass wir Gewohnheiten schaffen durch unsere Handlungen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ich habe vorhin schon gesagt, dass gewohnheitsmäßige Handlungen sind wahrscheinlich die, die uns am meisten bestimmen. Ja, wie gesagt, große böse Taten tun wir selten, ja, große Heldentaten auch nicht so, ja, aber es ist eher so der tägliche Kleinkram, die Gewohnheiten. Und indem wir etwas tun, ist sozusagen die eigene Tendenz, Großes nochmal zu machen. So schaffen wir Gewohnheiten. Und das formt unseren Charakter. Das sind natürlich die wichtigsten Folgen unserer Handlungen, sind die, die unsere Gewohnheiten formen, ja, und die damit unsere Persönlichkeit schaffen. Es gibt eine etwas primitive Ansicht von Karma, dass sozusagen so eine Art eindeutiges Gesetz gibt, sozusagen die Handlung hat die Folge, so ganz genau. Ja. Aber das wird auch abgelehnt im Buddhismus. Da sagt der Buddha, das ist nicht so. Es gibt so eine, was ich vorhin schon genannt habe, ja, wie dieser Mönch, der die kleine Buddha-Statue haben wollte und dann klein geboren wurde, ja, nicht so groß geworden ist, ist auch nicht so. Und es gibt ein schönes Bild aus den buddhistischen Schriften, das Bild vom Salzklumpen, was ungefähr erklärt, wie das bedeutet, dass es funktioniert, ja, dass dieselbe Handlung verschiedene Folgen haben kann. Also der Buddha hat festgestellt, dass Menschen bestimmte Handlungen tun, also ein Beispiel sind hier schlechte, unethische Handlungen, und für manche ist es wirklich eine schreckliche Folge, für andere überhaupt nicht. Und das Bild, was der Buddha gibt, ist das vom Salzklumpen. Wenn man einen Salzklumpen in ein Glas Wasser legt, frage ich Menschen, ist das Wasser doch genießbar? Und nein, oh Herr, auf keinen Fall, das kann man nicht trinken, das Zeug. Ja? Wenn man diesen Salzklumpen in den Fluss, in den Ganges wirft, ist das Wasser dann genießbar? Ja, natürlich. Der Ganges wird furchtbar schmutzig sein, aber ich war damals sauberer. Ja? Also sozusagen dieses große und kleine, dieses kleine Wasserglas oder dieser Fluss, das sind unsere gewohnheitsmäßigen Handlungen. Ja, wenn wir gewohnheitsmäßig groß sind, dann ist eine böse Handlung nicht so ein großes Ding. Ja, wenn wir eh schon klein und eng und selbstsüchtig sind, dann macht eine Handlung viel mehr aus. Ja, das Bild vom Salzklumpen, was er gibt. Und wir handeln ja ständig. Ja, wir tun ständig irgendwas. Ja. Darum ist es gar nicht so primitiv, wie die Handlung wird genau die und die Folge haben. Das ist ein bisschen zu einfach. Wir tun ständig was und erleben ständig was. Ja, wir können Sachen wieder aufwiegeln. Okay, also das Gesetz von Karma anerkennen. Und wie gesagt, Karma gilt als die wichtigste der buddhistischen Lehren. Ja. Handeln hat Folgen. Bedeutet, sich bewusst zu machen, dass wir unser Leben selber formen, ja, dass wir uns selber formen. Ja, dass die Art, wie wir handeln, formt Gewohnheiten. Gewohnheiten formen unseren Charakter. Und das ist die Welt, wie wir sehen. Ja. Das heißt, Karma bedeutet, wir können unser Leben schaffen, machen. Ja, wir sind die Schöpfer unseres Lebens selber, zum großen Teil. Also die Lehre von Karma ist das Gegenteil von Opfermentalität. Ja. Wenn es mir gut gehen soll, muss ich was dafür tun. Ja, da muss ich nicht hoffen, dass andere dafür zuständig sind. Andere Menschen sind nicht dafür verantwortlich, dass es uns gut geht. Ja, wir können nicht andere dafür zuständig machen, dass es mir gut gehen muss. Ja. Und erst in mir selber gucken, was man tun kann. Dann noch möchte ich ein Problem erwähnen, das gerne aufkommt, das Problem von menschlicher Freiheit und Wahlfreiheit. Ja. Ein beliebtes philosophisches Problem. Okay, die Lehre von Karma sagt, dass man handeln kann und dass das Folgen haben wird. Aber man kann sich fragen, wie groß ist unsere Wahlfreiheit wirklich, wenn wir Handlungen begehen? Ja? Manchmal kann man durch unsere Gewohnheiten sind wir schon so gefestigt, dass wir manchmal gar nicht anders können, als dies oder jenes zu tun. Ja? Wir können von uns und von anderen nicht alles erwarten. Im Prinzip schon, aber in der Praktik nicht. Also durch unsere ganzen Gewohnheiten, die wir aufgebaut haben, haben wir Tendenzen aufgebaut, die einfach so stark sind, die können wir nicht über Nacht ändern. Ja, wir können nicht über Nacht bessere oder andere Menschen werden. Das darf man auch nicht vergessen dabei. Also in gewisser Weise, durch unsere Gewohnheiten, die wir aufgebaut haben, ist unsere Wahlfreiheit eingeschränkt. Ja? Vielleicht ist es ein bisschen naiv zu sagen, wir haben alle Freiheit der Welt und können alles tun, was wir wollen. Ja? Ein Beispiel nehmen, wenn man mit bestimmten Arten von Menschen Probleme hat, wird man nicht über Nacht sie mögen können. So, das ist einfach nicht möglich. Ja? Das ist einfach eine Gewohnheit. Und die eine Art Ansatz, der ganz hilfreich ist, dass unsere Vergangenheit schränkt unsere Möglichkeiten ein. Ja? Das Ganze, wo wir herkommen, schränkt in gewisser Weise ein, was wir tun können. Aber die Gegenwart heißt so,
Wir haben jetzt einen freien Willen, etwas dran zu tun. Wir haben so beides. Ja, wir haben die Vergangenheit, die uns geformt hat, womit wir uns selber geformt haben und wir uns in Bahn begeben haben, aber auch eine gewisse Freiheit, jetzt was dran zu tun. Das ist sozusagen beides da. Wir sind weder völlig vorbestimmt, ja, dann gäbe es keine Freiheit, dann können wir keine Entscheidung treffen, noch sind wir völlig frei. Man dagegen spricht unsere Erfahrung. Ja. Manchmal können wir nicht anders als bestimmte Dinge tun. Aber das ist eine Art mittlerer Weg zwischen so Freiheit und Determinismus. Ja. Dass unsere Vergangenheit formt uns zwar sehr stark und schränkt uns vielleicht auch ein, aber wir können was tun, ja. Wir können in jeder Situation handeln. In gewisser Weise ist so Übung von Achtsamkeit, Klarheit und Meditation, dass diese Fähigkeit, oder das Üben darin, einfach mehr Freiheit zu schaffen, Wahlfreiheit zu schaffen, einfach größer zu werden und die Fähigkeit haben, zu entscheiden in bestimmten Situationen. Und ich möchte mal betonen, dass nach meinem Eindruck wirklich gewohnheitsmäßige Handlungen das Wichtigste sind. Ja, es gibt so eine Kette von Handlungen schaffen Gewohnheiten. Ja, weil die Hemmschwelle wird geringer, im Positiven oder Negativen. Ja, wenn man irgendwie zum ersten Mal einem Bettler was spenden möchte, muss das denn sein? Gut. Beim nächsten Mal ist es dann leichter. Okay, gebe ich ihm. Ja. Und dann wird es eine Gewohnheit, man wird ein großzügiger Mensch. Ja, aber nur, indem man diese Hemmschwelle überwindet. So, ja. Gilt auch im Negativen, ja, so eine erste Diebstahl wahrscheinlich. Hemmschwelle und dann wird dann eine Gewohnheit draus. Mein Suchtverhalten ist das Klassische dafür. Ja. Erst Zigarette schmeckt scheußlich, aber irgendwann kann man nicht mehr aufhören damit. Also wir können Gewohnheiten schaffen. Und die Gewohnheiten, das sind wir selber. Das ist unser Charakter. Also man kann sagen, wir sind nichts anderes als unsere Gewohnheiten. Und das schafft die Welt, in der wir leben. Ja. Damit, womit wir uns beschäftigen, schafft unsere Umgebung. Dadurch bestimmen wir, was wir wahrnehmen, was wir nicht wahrnehmen. Ja. Also wenn man sich gewohnheitsmäßig für Fußball interessiert und es immer macht und so, dann lebt man in einer bestimmten Welt, in der irgendwie Sieg oder Niederlagen bestimmter Mannschaften Katastrophen sein können. Ja, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ist das so ein, nimmt man mal eben wahr oder weiß es gar nicht erst. Ja? Also man schafft durch seine Handlung und Gewohnheiten die Welt, in der man lebt. Das klarste Beispiel dafür ist Verfolgungswahn und Paranoia. Ja? Dass man geht ins Krankhafte. Ja? Man kann sich einreden, alle haben was gegen mich und verfolgen mich. Ja? Da kann man sich so wenn wir reinsteigern und irgendwann lebt man in genau der Welt, in der man nicht leben möchte, ja, wenn man sich so reingesteigert hat. Also eigentlich ist die wichtigste Folgerung aus der Lehre von Karma positive Gewohnheiten schaffen. Ja. Denn wie gesagt, wir können nicht auf große Heldentaten warten. Die Gelegenheiten dafür gibt es nicht so viele bei uns. Ja, wir können es versuchen. Okay. Die Versuchung, furchtbare Verbrechen zu begehen, ist wahrscheinlich auch nicht so groß. Ich weiß nie. Ja. Also es ist eher so nicht die großen, schweren Dinge, die uns bestimmen, sondern eher die Gewohnheiten. Ja. Darum ist vielleicht die wichtigste Folge aus der Lehre von Karma, ist einfach positive Gewohnheiten schaffen. Ich habe am Anfang erwähnt, dass Karma die wichtigste und gleichzeitig die schwierigste Lehre des Buddha ist. Und das kann man vielleicht so verstehen, dass wenn man Karma benutzen will, um zu erklären, warum etwas so ist, ja, was ich in der ersten Hälfte des Vortrags versucht habe zu beschreiben, ja, warum bin ich so, wie ich bin, wie ist das passiert, dann ist es die schwierigste Lehre des Buddha. Ja, das kann man nicht begreifen. Das ist einfach nicht möglich. Unser Bewusstsein kann es nicht. Wenn man den Begriff Karma, die Lehre vom Karma versteht als Aufforderung zu handeln und aktiv zu sein, dann ist es die wichtigste Lehre des Buddha. Ja, das ist die wichtigste Lehre des Buddhismus, das Handeln hat Folgen. Ja, das ist Karma. Also so gesehen kann man sagen, dass Karma die schwierigste Lehre ist, weil sie erklärt nichts. Wir können damit nichts erklären. Aber auch die wichtigste, weil das sozusagen die Lehre ist, die uns zum Handeln, zur Praktik antreibt. Danke.